finde es gar nicht so faszinierend, dass es der höchste Kirchturm der Welt ist, sondern ich finde einfach das Gebäude an sich faszinierend. Ja, es ist einfach eine, die Kirche hebt mein Herz auch zu Gott empor. Das ist einfach eine wunderbare Kirche, die einen einlädt zu beten und zu dankbar zu sein. Ja. Wir waren das, oder es war jetzt bisher so lange der Fall, von daher finde ich es nicht jetzt irgendwie schlimm. Im Gegenteil. Also das hat so viele andere schöne Punkte in dem Münster drin, dass es nicht wirklich relevant ist. Ich glaube, auch die meisten denken so. Aber trotzdem war es auch natürlich toll, da ein bisschen damit anzugeben, dass wir halt den höchsten Kirchturm haben. Die Schwaben sind eher so im Understanding. Ja, wer ist das Understatement? Die lieben eher das Understatement. Die wollen nicht, die machen es zwar, aber sie wollen nicht allen erzählen, dass sie die Größten sind. Ja? Deswegen sagen sie, das muss nicht jeder wissen. Das reicht, wenn wir es wissen. Deswegen haben wir auch keinen Banner da draußen dran und machen da auch nicht die ganz große Werbung. Und deswegen stürzt uns auch nicht, wenn es irgendwann mal einen höheren Kirchturm gibt. Also für uns ist es kein Problem. Wir freuen uns darüber, dass die Sagrada Familia in Barcelona so schön und so hoch wird.